Wunderschönen guten Morgen, zumindest hier ist es jetzt morgen. Ich habe mir überlegt, ich mache mal ein anderes Vlog-Format. Das sehe ich bei anderen Booktubern hin und wieder und finde das eigentlich ganz nett. Und ich dachte, ich mische Vlog mit ja, Hauptcontent Bücher, was ich so gerade lese. Aber ihr seht natürlich in dem Video auch so ein bisschen, was ich das Wochenende mache. Es ist das lange Pfingstwochenende. Ich weiß noch nicht, wann das Video online geht. Es wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Aber das macht ja nichts. Die Bücher sind ja zeitlos. Und weil immer so viele fragen, wie ich es denn schaffe, so viele Bücher zu lesen, dachte ich, ich nehme euch in solchen Videos mal mit. Ihr könnt hier mit dem Daumen hoch ja mal abstimmen, wenn euch das Format gefällt. Und dann mache ich sowas öfter mal, wenn es einfach so zeitlich reinpasst. Und jetzt ist Freitag, ich werde gleich zur Arbeit gehen, da habe ich keine Lesezeit. Aber vorher zeige ich euch nochmal, was ich aktuell lese, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Ich lese auf dem Kindle die Spiegelreisende, Band 1. Da bin ich mit meiner wunderbaren Leserunde mit, oh mein Gott, Kali, Ruth von Zwischen tausend Zeilen, Sarah Sophie, Alice im Bücherland, also noch eine Sarah. Und Ramona, die Kanäle verlinke ich euch alle. Also wir sind jetzt noch vergrößert, die Gruppe. Eine Person ist dazugekommen, finde ich aber super, macht auch ganz tolle Buchvideos, auch wenn ich gerade ihren Kanal nicht weiß. Aber Ramona heißt sie. Und ja, da lesen wir eben die Spiegelreisende. Ich bin noch im ersten Abschnitt, das wollen wir jetzt bis zum Wochenende durchlesen. Das werde ich wahrscheinlich heute Abend dann machen. In einer zweiten Leserunde auf Goodreads lese ich gerade Krähenmädchen von Erik Axel Sundt. Den ersten Abschnitt habe ich schon gelesen und ich bin mitten im zweiten. Also ihr seht, ich habe schon ziemlich viel gelesen. Wir haben das in große Abschnitte geteilt, also in drei oder vier. Und ja, da bin ich auch gespannt, gefällt mir nämlich sehr gut. Dazu dann aber später mehr. Und auf dem Handy, auf dem ich gerade sitze, höre ich die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ich habe das Buch noch nie gelesen, wollte das jetzt mal hören. Ich kenne den Film, ist aber auch schon sehr lange her, wo ich den gesehen habe. Und ich habe noch 6,5 Stunden. Ich höre, das ist schon mal der erste Punkt, morgens beim Fertigmachen, beim Schminken, 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem, wie aufwendig das wird und wie viel Lust ich habe. Manchmal schaue ich YouTube-Videos, aber heute habe ich mein Hörbuch weitergehört und ich höre auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Also da schafft man einiges. Tatsächlich langweilen mich Hörbücher, wenn ich sie zu langsam höre. Man steigert sich da langsam. Das ist wirklich ein Tipp. Probiert es mal aus, wenn ihr Audible habt, das schneller zu stellen. Das hört sich die ersten 2, 3 Minuten viel zu schnell an oder ungewohnt. Und dann gewöhnt man sich so sehr dran, dass wenn man es langsamer hört oder auf normale Geschwindigkeit, das ganz schrecklich findet. Also ich bin im Moment bei anderthalbfacher. Ich könnte, glaube ich, noch ein Stück steigern, aber im Moment passt mir das ganz gut. So, jetzt mache ich mich auf den Weg in die Arbeit und danach muss ich in die Stadt. Und wir hören uns heute Abend wieder. Dann erzähle ich euch, wie ich bei Die Spiegelreisende weiterlese, denke ich mal, und wie mir das Buch aktuell gefällt. Also, bis dahin und viel Spaß mit diesem neuen Vlog-Format. Da bin ich wieder. Es ist jetzt Freitagabend. Ich war eben noch einkaufen, bisschen Essen fürs Wochenende, wobei ich genug da habe. Eigentlich nur was, was ich mir für morgen vorbereite. Dazu dann später mehr. Ich habe dann jetzt den Abschnitt Die Spiegelreisende, den ersten Abschnitt unserer Leserunde, zu Ende gelesen und werde jetzt meine Sprachnachricht aufnehmen. Wir tauschen uns über WhatsApp aus, so rum, und nehmen da mal Sprachnachrichten auf. Das ist sehr cool und macht richtig Spaß. Und ich habe immer Notizen auf dem Handy, während ich lese, wenn ich mir irgendwas notieren will, was ich dann ansprechen möchte. Und dann schicke ich mir das auf den Laptop, deswegen ist der jetzt auch hier. Und jetzt sortiere ich mal kurz meine Notizen und werde den Mädels dann meine Sprachnachricht zum ersten Abschnitt aufsprechen. Hallo ihr Lieben, schöne Grüße, schönen Freitag und schon mal ein wunderschönes Pfingstwochenende euch. Endlich langes Wochenende. Sodele, ich habe jetzt 10 Minuten Sprachnachricht aufgenommen. Das ist aber fast normal, zumindest für den ersten Part. Unsere Sprachnachrichten sind so im Schnitt 3, 4, 5, 6, 7 Minuten lang, besonders wenn wir den Abschnitt das erste Mal besprechen und dann ergibt sich ja so eine Konversation. Das macht halt richtig Spaß. Also
auch ein großer, großer Tipp, lest mal Bücher mit jemand anders zusammen. Kann ja auch eine Freundin sein, muss ja niemand Fremdes sein. Man kommt den Leuten aber dann schon ja, nahe quasi. Das sind jetzt ein paar Booktuber, mit denen ich das lese. Das habe ich ja in den Lesemonaten schon öfters erwähnt. So, bevor das hier alles zu lang wird, werde ich jetzt Essen machen, denn morgen geht's wandern. Ich werde einen Tag im Harz verbringen. Ich freue mich schon sehr drauf, bin super gespannt, wie die Wanderung wird, die ich mir ausgesucht habe. Und da nehme ich natürlich was mit. Ich zeige euch mal, was ich einpacke. Ich nehme nämlich auch ein Buch mit. Und neben Kamera, Rucksack und später auch Proviant kommt natürlich Sonnenschutz mit und das Krähenmädchen. Das lese ich ja aktuell auch in einer Goodreads-Leserunde. Und das hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt. Da bin ich schon ganz gut fortgeschritten. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass ich das morgen auf der Zugfahrt hin und zurück beenden kann. Mal schauen. Und buchig geht es jetzt weiter in der Küche. Ich werde jetzt nämlich mein Essen kochen, für morgen vorbereiten. Lecker Nudelsalat mit ja, Tomaten und Spargel. Und dabei die unendliche Geschichte hören. Ich nehme da mal Kopfhörer zu, weil ja, das finde ich praktischer, gerade wenn man so rumköchelt. Und dann lege ich jetzt mal los. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe hier mein Frühstück. Das ist einfach Haferflocken mit Milch in der Mikrowelle erhitzt, bis es so blubbert. Und dann Zucker-Schokodrops drauf. Und Zimt, ganz wichtig. Ist halt so Porridge-mäßig, aber in einer Minute gemacht. Mega lecker. Ich liebe das. Und ich liebe auch warmes Essen. Deswegen ist es sehr gut. Und ein guter Start in den Tag. Schöne Energie für die Wanderung. Ich habe gerade gesehen oder abgehört, dass Sarah von Alice im Bücherland schon eine Nachricht geschickt hat. Und sie hatte da eine Frage zu, deswegen habe ich mir nochmal schnell das Buch genommen, denn genau diese Stelle habe ich mir markiert und werde jetzt nochmal reinschauen und kurz antworten, frühstücken. Ich glaube, ein paar Minuten habe ich dann noch und dann geht's los auf Wanderung und euch nehme ich ein bisschen mit. Noch ist es schön kühl draußen. Sehr angenehm heute. Bis dann. Willkommen im Wald. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich wandere hier nämlich gerade an der Ilse lang. Das ist der Fluss. Und ich habe im Zug noch den aktuellen Abschnitt von Krähenmädchen beendet. Konnte bei Goodreads noch meinen Kommentar abtippen. Und dann ging es los auf die Wanderung. Und jetzt freue ich mich, dass ich im Wald bin. Hier ist nämlich sehr angenehmes Klima. Hier ist es auch nicht windig. Und ja, schauen wir das so an. Was mir bis jetzt schon sehr gut gefällt. Es sind nicht so viele Leute unterwegs. Schon ein paar. Aber ich glaube, das verteilt sich und ich latsche jetzt mal so weiter.
Das ist hier ja fast schon ein Märchenwald. Also es geht jetzt ganz gut bergauf. Ich denke mal, in so 1,5 Kilometer habe ich die Hälfte ungefähr geschafft, zumindest von dem Rundweg. Und dann geht es auf einer anderen Strecke aber wieder zurück. Also nicht mehr bergauf, sondern bergab. Und irgendwo da werde ich dann mal Mittag machen. Das ist jetzt 12:30, 12:45, glaube ich. Und es ist sehr schön. Es hat sich entzerrt. Es gibt so viele verschiedene Wege, wo die Leute langlaufen. Und da geht es jetzt weiter und hoch. Aber es macht Spaß, ist schön. Das ist angenehmes Cardio, weil die Landschaft doch sehr abwechslungsreich ist und richtig hübsch. Seht ihr ja alles. Ich wollte gar nicht so viel filmen, aber irgendwie ist es hier an jeder Ecke so schön. Aber jetzt rede ich nicht weiter, sondern lauf weiter hoch. Und ich nutze übrigens die App Komoot das erste Mal. Das ist so eine Wander- und auch Radfahr-App. Das Rote habe ich schon geschafft. Und ja, ein Stück ist es noch, aber wie gesagt, da so oben irgendwo werde ich dann Mittagspause machen. Und die ist ganz praktisch. Die weist auch den Weg, wenn man kein Netz hat. Und ich habe hier kein Netz. Und da kam ein verrückter Jogger. Ja, man kann auch hier hoch joggen, ist auch eine Möglichkeit. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass man sich die Karten auch offline, also online runterladen kann und dann offline benutzen kann, weil hier oben kein Netz ist. So, hier trennen sich dann einige Wege. Die, die zum Brocken hoch wollen, das ist heute nicht mein Ziel. Das schaffe ich, glaube ich, zeitlich nicht mehr. Das mache ich irgendwann anders, dann auf einem anderen Weg. Mal gucken. Ich gehe hier runter ums Eck und dann im großen Bogen wieder zurück auf einem anderen Weg. Und ich gebe zu, ohne die App wäre ich ein bisschen aufgeschmissen. Ich würde den Weg vielleicht finden, aber ich glaube nicht, dass ich gewusst hätte, dass ich da lang muss. Also laut der App habe ich jetzt auf jeden Fall mehr als die Hälfte geschafft. Und es sind noch 2 Stunden, okay. Es geht jetzt aber auch nur noch bergab. Also ich bin an der höchsten Stelle und werde jetzt Mittagessen. Mir gönnen mein Deluxe-Wander-Mittagessen. Da freue ich mich jetzt wirklich sehr drauf. Ich habe auch ordentlich Hunger. Yummy! Ich hoffe, es ist euch nicht zu viel Wander-Spam, aber es ist so schön hier und ich kann dann einfach nicht an mich halten. Ich brauche auch immer locker 1-2 Stunden länger, weil ich so viele Videos und Fotos mache und mir alles genau angucke. Und ich könnte natürlich jetzt auch Hörbuch hören, das mache ich aber hier nicht, weil es so schön im Wald ist und der Wind rauscht so. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Und die Vögel zwitschern und vorhin am Bach, an der Ilse, Ilse? Ja. Da war das auch so schön, dieses Wasser plätschern und da will ich das nicht mit einem Hörbuch kaputt machen. Das höre ich mir dann schon hier lieber die Naturgeräusche an. Aber hätte man natürlich auch machen können, das wäre auch Zeit, um zu lesen. Lesezeit, wenn man das möchte. Und hier ist keine Menschenseele, das ist richtig schön. Vorhin waren wir an dem Stein welche, aber ich weiß nicht, wo die jetzt hin sind. Aber es gibt so viele Wege und Kreuzungen, also das verläuft sich zum Glück sehr, sehr gut. Und jetzt geht es auch nur noch bergab. Das ist auch schön. Gebt mir mal gerne einen Daumen hoch, wenn ihr Bock habt, noch so einen Lesevlog zu sehen. Ich denke, ich werde heute Abend dann nochmal mich melden, nochmal ein paar Impressionen von hier. Und zum Krähenmädchen was sagen und dann den Vlog beenden. Ich glaube, der ist lang geworden. Es ist ja ein Wander- und Lesevlog jetzt geworden. Aber wenn ihr da mehr von sehen wollt, wenn es passt, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch, schreibt mir einen Kommentar. Und hier geht es jetzt erstmal weiter.
ich hoffe, hier in Wienenburg, wo ich 20 Minuten Aufenthalt habe, bevor es nach Braunschweig und dann irgendwann endlich nach Hannover geht, hoffe ich, dass ich in dem Café was Essbares jetzt bekomme auf der Hand. Ich habe Mordshunger und bis nach Hause ist es noch eine ganze Weile und ich habe kein Proviant mehr. Das habe ich mich ein bisschen verschätzt. Mal schauen, was es hier gibt. Ja, eigentlich gab es da nur richtiges Essen oder Kuchen. Nichts so auf der Hand, aber sie hat mir jetzt nochmal schnell ein Salami-Brötchen geschmiert. Sehr nett. Es sah aber auch so ein bisschen aus, als ob die gleich zumachen. War auch keiner drin. Aber ich habe so einen Hunger, dass ich jetzt auch 2 Euro für dieses nicht ganz so dekorative, aber bestimmt leckere Salami-Brötchen gerne gezahlt habe. So, ich bin wieder zurück in Hannover, wie man sehen kann, und ich wollte mich ja nochmal melden. Ich habe jetzt Krähenmädchen im Zug und eben noch zu Hause beendet und oh mein Gott, was für ein guter Thriller. Ich fand den richtig gut, super spannend, ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Die Kapitel sind auch so kurz, dass man immer noch weiterlesen will, noch ein Kapitel und plötzlich sind 100 Seiten weg. Ich bin sehr froh, dass ich Band 2 und 3 schon hier habe. Es endet offen. Im Großen und Ganzen, aber trotzdem erfährt man sehr viel in den Thriller und es gibt zwei so Szenen, die, glaube ich, für die meisten so richtig shocking und überraschend kamen. Ich habe sie kurz vorher quasi geahnt, aber trotzdem ist es ein grandioses Buch, hat mir sehr gut gefallen. Also wenn dieses Video online geht, habe ich wahrscheinlich den Lesemonat schon abgedreht, in dem das auftaucht, also Lesemonat Juni, vermute ich mal. Ich habe gerade den Überblick verloren, weil ich zwischendurch ja noch 2 Wochen Pause machen werde, weil ich im Urlaub bin. Also Pause mit Videos hochladen. Aber egal, je nachdem, wann das online geht, so oder so, das ist ein richtig guter Thriller, hat mir sehr gut gefallen. Ich werde jetzt bei Goodreads in der Leserunde noch meinen Kommentar abgeben, beziehungsweise vorher erstmal lesen, was die anderen geschrieben haben, denn einige haben es auch schon beendet. Und dann meine Review für den Blog schreiben und für Goodreads. Und ja, dann den Abend ausklingen lassen, noch Abendessen und den Fernseher anmachen, mich wahrscheinlich von YouTube berieseln lassen und heute nicht mehr viel machen, weil ich bin tot. Es waren jetzt fast 35.000 Schritte, 27 Kilometer zu Fuß. Reicht für heute. Das war mein erster Reading-Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein bisschen Lesen, ein bisschen viel Wandern, glaube ich. Mal gucken, wie viel das wird, wenn ich zusammenschneide. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, gebt dem gerne einen Daumen hoch, wenn ihr sowas in der Art nochmal sehen wollt. Dann mache ich das sehr gerne. Und verlinke euch jetzt nochmal hier noch ein anderes Video und das Abo. Da könnt ihr natürlich den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Also bis dahin, habt's fein und tschüss.